Das wird doch nie was. Ein Freizeitpark in der badischen Provinz. Was für eine Schnapsidee. Als der Europapark 1975 im badischen Rust eröffnet wurde, da gab es sehr viele Zweifler und noch sehr wenige Fahrgeschäfte. Wie dieser liebevoll gezeichnete alte Lageplan zeigt, alles noch sehr gemütlich. Das hat sich geändert. Ende der 90er schon ein ganz anderes Bild. Unzählige Attraktionen nach Ländern sortierte, Themenwelten, Achterbahnen, die ersten Hotels. Und der Park wuchs und wuchs immer weiter. Und sieht aktuell jetzt so aus. Auch dieses Jahr gab es wieder diverse Neuheiten. Und es geht weiter. In 35 Tagen nämlich eröffnet in Rust wieder eine neue, die bisher größte Attraktion, eine gigantische Wasserwelt. Ja, immer spektakulärer, immer gigantischer, immer erfolgreicher. Kann das immer so weitergehen? Nein, sagt jetzt eine neu gegründete Bürgerinitiative. Warum sich plötzlich Widerstand gegen den Europapark formiert, zeigt Lukas Föhr. Eigentlich ist der Garten von Claudia und Berthold Scherer ein kleines Paradies. Doch das Grundstück der beiden Rentner liegt direkt am Europapark. Mit hörbaren Folgen. Das ist jetzt diese Holzbahn, das ist wie ein Gewitter. Alle 30 Sekunden ein Gewitter. Ja, so. Das Grundgeräusch ist wie wenn ein Zug durchfährt. Und zwar den ganzen Tag. Die Scherers fühlen sich alleingelassen mit ihrem Problem. Damals, 1974, als sie ihr Haus bauten, war in der Nachbarschaft nichts als ein kleiner Tierpark. Dass daraus mal der größte Freizeitpark des Landes werden würde, kaum absehbar. Einen Katzensprung entfernt amüsieren sich die Besucher. Doch merken die, dass der Spaß auch zu Lasten mancher Ruster geht? Ich kann das sehr gut verstehen, wenn es Leute gibt, die das hier alles nicht so toll finden. Darüber habe ich mir gestern, während wir hier mit dem Bus durchgefahren sind, auch Gedanken gemacht. Nee, ich müsste es nicht haben und für mich wäre es gar nichts. Also wirklich das Wohnen hier empfinde ich, ist sehr beschwerlich. Berthold Scherer hat sich deshalb einer Bürgerinitiative angeschlossen, die sich vor ein paar Monaten gegründet hat. An die 100 Mitglieder sind sie zurzeit. Die Gruppe hat sich einen eindeutigen Namen gegeben, jetzt Langs. Jahrelang haben sich die meisten Ruster mit Kritik zurückgehalten. Viele von ihnen leben vom Europapark, weil sie dort arbeiten oder weil sie am Touristenboom mitverdienen. Aber jetzt? Wir wollen, dass die Region noch lebenswert bleibt. Dann muss man halt irgendwann mal die Bremse ziehen. Aber das ist überhaupt kein Thema momentan in der Politik. Höher, schneller, weiter. Wir müssen doch endlich mal drüber reden, wie viel Mensch, wie viel Bebauung, wie viel Tourismus verträgt eine Region. Die Grenzen des Wachstums sind noch längst nicht erreicht, findet zumindest der Europapark. Der baut zurzeit das Megaprojekt Rulantica. Die 40.000 Quadratmeter große Badewelt ist die größte private Baustelle in ganz Baden-Württemberg. Und soll schon bald die Besucher von den Achterbahnen auf die Wasserrutschen locken. Die Erwartungen ändern sich. Was heute super ist, ist morgen Durchschnitt und übermorgen schon zu wenig. Was wir in den letzten 40 Jahren gelernt haben, ist, dass ständige Innovation, ein ständiges mit der Zeit gehen, zwingend erforderlich ist. Wachsen als Geschäftsmodell. Heute ist der Park 134 Hektar groß, fast 190 Fußballfelder. Anfangs 1975 gab es nur ein paar vereinzelte Fahrgeschäfte. 1982 wird der erste große Themenbereich Italien in Betrieb genommen. In den 80ern und 90ern folgen Dutzende Fahrgeschäfte, noch mehr Themenbereiche wie etwa Spanien und Hotels. Vor wenigen Jahren bauen die Betreiber zusätzlich zwei große Achterbahnen. Ende November kommt dann Rulantica dazu, die Badewelt. Ein zweiter Standort auf der anderen Seite der Gemeinde. Doch der Flächenfraß ist längst nicht der einzige Zankapfel. Zu Hochzeiten, bei gutem Wetter in den Schulferien, ist im Ort kein Durchkommen. Hier Bilder aus dem Jahr 2010. Auch in diesen Herbsttagen ist auf den Straßen der kleinen Gemeinde viel los. Jeder Tag ist anders. Man kann nie genau sagen, wann ist wie viel Betrieb. Aber wenn eben Hochbetrieb ist, kommen ja bis zu 40.000 Menschen. Die meisten Menschen fahren eben mit dem Auto an. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, was es bedeutet. Der Europapark wollte dem Problem mit ungewöhnlichen Mitteln Herr werden. Die Inhaberfamilie Mack plante eine Seilbahn über den Rhein nach Frankreich. Quer über das Naturschutzgebiet Taubergießen, einer der letzten Urwälder in Europa. Neben Präsident Macron saß auch Winfried Kretschmann am Verhandlungstisch. Beide sprachen sich klar für die Seilbahn aus. Doch es gab massive Proteste von Bürgern. Und so wanderten die Pläne in die Schublade. Vorerst. Wir machen jetzt ein 5-jähriges Moratorium.
und schauen dann weiter, wie es andere Alternativen gibt, möglicherweise zu einer besseren ökologischen Anbindung auch des Elsass zu kommen. Denn klar ist auch, Viehverkehr kommt natürlich erfreulicherweise auch über Gäste und Mitarbeiter aus dem Elsass. Den umweltfreundlicher zu gestalten, müsste unser gemeinsames Ziel sein. Im Frühjahr gab es ein Bürgerforum zur Verkehrssituation. 300 Menschen kamen, etwa jeder zehnte Ruster. Magitta Rhein war nicht dort. Sie ist zufrieden mit der Entwicklung ihrer Gemeinde. Die 58-Jährige betreibt ein Gästehaus im Ort. Wenn der Park wächst, wachsen wir einfach mit. Das ist so. Und wir profitieren alle vom Europapark. Unsere Kinder, unsere Enkel. Und ich bin sehr, sehr dankbar und zufrieden. Die Bürgerinitiative hofft jetzt, dass Gemeindeverwaltung und Europapark auf ihre Kritik eingehen. Beide haben Gesprächsbereitschaft signalisiert. Ein konkreter Termin steht aber noch nicht fest. Die Scherers wollen nicht warten. Gerade jetzt im Herbst finden fast täglich Halloween-Shows im Park statt. Bis in den späten Abend hinein. Vom Parkleiter habe ich eine Handynummer. Also wenn es dann mal wirklich extrem ist, dass ich wirklich drin nicht zur Ruhe komme, dann rufe ich da an. Manchmal wird die Lautstärke dann tatsächlich heruntergedreht, damit Claudia und Berthold Scherer wenigstens ein paar Stunden schlafen können, bevor der Park am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder seine Pforten öffnet. Tag für Tag.